Guten Tag, meine Damen und Herren. In diesem Video geht es um die Frage, warum ist die finite Differenzenmethode im Allgemeinen nicht konservativ? Wir hatten uns in diesem Zusammenhang schon mal einen Fall genauer angeschaut, nämlich eine Situation Navier-Stokes 1D in einem Kanal, der auf der X-Achse sich erstreckt von 0 bis 1 mit periodischen Randbedingungen. Wir hatten den Adiabatenexponent Gamma auf 1,0 gesetzt, das heißt also, wir rechnen isotherm. Der Anfangszustand zur Erinnerung ist hier nochmal gezeigt. Für die Geschwindigkeit und auch für den Druck haben wir so eine Gauss-Funktion gewählt. Dann haben wir das 2 Sekunden lang vorwärts laufen lassen in der Zeit. Das System ist zwar nicht abgeschlossen, aber aufgrund der periodischen Randbedingungen ist hier zu erwarten, dass der Impuls und auch die Masse konstant bleibt. Warum? Weil Druckdichte, Geschwindigkeit und so weiter, das ist periodisch. Diese Werte stimmen bei x gleich 0 und x gleich 1 immer überein. Das heißt, dass es keine resultierenden Kräfte gibt auf unser System. Das bedeutet auch, dass ein Massenstrom, der links reingeht, der muss rechts auch wieder rausführen. Das heißt aber auch, dass ein Impulsstrom, der links reingeht, rechts wieder rausführt, sodass der Impuls und die Masse in dem System konstant sein sollte. Es hat sich dann nach 2 Sekunden Simulationsdauer herausgestellt, dass das nicht der Fall ist. Die kinetische Energie im System, die klingt ab. Das war zu erwarten. Das ist auch korrekt. Wir haben ja Reibungen in dem System. Wir müssen Reibarbeit verrichten. Es fällt hier eine Reibleistung an in dem System. Wer kann die erbringen? Ja, die geht auf Kosten der kinetischen Energie. Das ist in Ordnung. Das Fluid würde dadurch wärmer werden, auch wenn das jetzt hier diese Reibwärme nicht berücksichtigt ist. Wir lösen hier in diesem Fall ja die Energiegleichung nicht nochmal separat mit. Anders ist die Situation hier beim Impuls. Leider mussten wir da, wenn wir da so naiv rangehen, feststellen, da nimmt der Impuls im System ab. Man kann das reparieren, indem man eine Geschwindigkeitskorrektur einbaut. Bei periodischen Randbedingungen geht das sogar wunderbar. Das führt dann hier oben zu dieser blauen Kurve. Ohne die Geschwindigkeitskorrektur, ohne diesen Thermostat fällt uns der Impuls ab. Der Effekt ist jetzt nicht besonders stark. Man sieht hier in der dritten Nachkommastelle tut sich etwas. Der Effekt ist überschaubar. Auch bei der Masse war es so, die Masse sollte eigentlich konstant sein. Ist sie aber erstmal nicht. Die Masse klingt in dem System ab. Hier haben wir eine Veränderung, die ist auch ziemlich gering. Wenn wir hier mal gucken, erste, zweite, dritte, vierte Nachkommastelle, also in der vierten Nachkommastelle, tut sich da etwas. Man könnte insofern auch sagen, ja, das ist ein kosmetisches Problem, aber man kann jetzt hier eine Dichtekorrektur einbauen, einen Thermostat sozusagen für die Dichte oder für die Gesamtmasse. Ja, und dann bleibt die Masse auch konstant. Das ist hier so ein Manko. Das Algorithmus, das ist ein Manko der Methodik, wie jetzt der Solver programmiert ist. Und es soll jetzt in diesem Video darum gehen, woran liegt das eigentlich? Was kann man denn verbessern? Was ist die Ursache, dass das so abklingt? Schauen wir dazu zunächst nochmal auf unseren Quellcode. Wir lösen ja hier die eindimensionale Navier-Stokes-Gleichung gemäß Formel 1 hier in diesem Programm. Dann haben wir die Kontinuitätsgleichung gemäß Gleichung 2, der Rho nach dt plus die Divergenz von Rho mal Geschwindigkeitsfeld ist 0. Im eindimensionalen wird aus der Divergenz einfach nur die x-Ableitung von diesem Produktdichte mal horizontale Komponente oder Koordinate des Geschwindigkeitsfeldes, das ist u. In unserem Programm gibt es entsprechend dann Funktionen zum numerischen Ableiten für ein gegebenes Feld. Diese Funktionen übernehmen immer nur ein Feld. Und deshalb wurde das in diesem Algorithmus hier, in diesem Programm so gemacht, dass dieses Produkt, diese x-Ableitung von Rho mal u, das kann man aufspalten in u mal x-Ableitung von Rho plus Rho mal die x-Ableitung von u. Und dann kann man den Term Rho mal die x-Ableitung von u auf die rechte Seite rüberbringen. Und das ist schon ganz nett. Man soll das ruhig mal dann so hinschreiben und mal gucken, was dann in dieser Darstellung nachher auch und bei der Diskretisierung passiert. Weil das ist dann eine Situation, wo die Kontinuitätsgleichung einer Transportgleichung entspricht mit einem Quellterm auf der rechten Seite. Bei der Diskussion der Transportgleichung hatten wir ja schon gesehen, dass die finite Differenzenmethode gar nicht so schlecht ist.
Und da gibt es ja sogar bei einer konstanten Transportgeschwindigkeit und einer CFL-Zahl von 1 dieses fantastische Phänomen, dass unser Signal ohne numerische Diffusion einfach weiter verschoben wird. CFL-Zahl gleich 1 heißt, ein gegebener Anfangszustand springt pro Zeitschritt genau dann von einem Knoten zum nächsten starr weiter. Das ist natürlich super. Und dann ist das Ganze auch konservativ. Dabei kann ja nichts passieren. Wenn die CFL-Zahl größer ist als 1, haben wir gesehen, dann wird der Code dann instabil. CFL-Zahl kleiner als 1, dann haben wir eine gewisse numerische Diffusion, die da mit ins Spiel kommt. Aber das Ganze war immer noch konservativ. Wenn wir jetzt hier bei Navier-Stokes 1D sehen, dass der Code so hier nicht konservativ ist, dann stellt sich die Frage, da gibt es ja noch Zwischenstufen zwischen einer eindimensionalen Transportgleichung und einer viel komplizierteren Situation Navier-Stokes 1D, die ja aus drei Gleichungen besteht. Transportgleichung ist ja nur eine Gleichung. Jetzt haben wir aber hier drei gekoppelte Gleichungen, da sind nicht lineare Terme dabei. Grundsätzlich ist es ja so, Dichte und Geschwindigkeitsfeld, die sind beide unbekannte. Insofern wäre das hier ja dann auch schon ein nichtlinearer Term, Rho mal U, aber wir haben hier oben auch U mal DXU, das ist ein nichtlinearer Term. Und eine Frage ist, ausgehend von der Transportgleichung, die hier ja quasi auch innen so ein Stück weit mit drin steckt, wo findet das denn statt? Wo passiert das denn eigentlich das erste Mal, dass unsere finite Differenzenmethode, wenn wir nicht acht geben, auf einmal nicht mehr konservativ ist? Und es stellt sich dann raus, ja, das passiert hier schon bei der Kontinuitätsgleichung Nummer 2. Hier in der Gleichung 2 ist die sogar eigentlich sehr gut hingeschrieben. Da ist nämlich diese x-Ableitung, die wirkt auf das Produkt Rho mal U und das ist sogar eigentlich die konservative Form. Die ist so hier eigentlich super. Es stellt sich dann später heraus, so soll man das dann auch diskretisieren, wenn man dieses Produkt, die Ableitung von diesem Produkt dann auflöst und es dann so schreibt, dass wir links eine Transportgleichung haben und rechts sozusagen eine Quelle und diskretisiert das. Das führt dann genau zu diesem Massendefekt, den wir gesehen haben. Und das möchte ich jetzt hier in einem Maple-Dokument auch noch mal ein bisschen genauer diskutieren, dass man mal genau nachvollziehen kann. Wo passiert das? Wie groß ist denn dieser Massendefekt? Kann man da irgendwas darüber aussagen, wann der auftritt? Ich habe jetzt hier in Maple mal hier oben die Conti-Gleichung eingetippt für eine beliebige zu transportierende Größe U. Die Kontinuitätsgleichung angewendet jetzt für die Masse. Da hätten wir dann die Volumendichte der Masse. Das wäre dann hier unser Rho. Und die Transportgeschwindigkeit, die steht dann hier, wo jetzt das C steht. Aber ich gehe jetzt wieder zurück auf die Nomenklatur von der allgemeinen Transportgleichung herkommend. Wir haben irgendeine beliebige Größe U, die da transportiert werden soll. U ist die Volumendichte einer zu transportierenden extensiven Größe. Die Transportgeschwindigkeit, mit der das passieren soll, ist das C. Dann haben wir ja auf der linken Seite der Conti-Gleichung diese x-Ableitung von der Transportgeschwindigkeit multipliziert mit dieser Volumendichte der zu transportierenden extensiven Größe. Das Produkt können wir dann auflösen in zwei Terme und den einen bringen wir dann hier rechts rüber, sodass wir auf der linken Seite etwas sehen, das entspricht genau der Transportgleichung. Die U nach dt plus irgendeine Transportgeschwindigkeit multipliziert mit der x-Ableitung dieser Größe U ist gleich. Ja, bei der Transportgleichung steht rechts 0. Und wir sehen jetzt, dass bei der Conti-Gleichung hier auf der rechten Seite wenn man so will, ein Quellterm auftaucht, minus U mal die x-Ableitung von C. Wenn die Transportgeschwindigkeit C räumlich konstant ist, wäre diese x-Ableitung ja 0. Und dann geht die Conti-Gleichung über in die Transportgleichung. Jetzt wollen wir mal schauen, was passiert, wenn wir das Ganze diskretisieren und wo tritt das dann auf, dass irgendwann unser Verfahren nicht mehr konservativ ist. Und da ist eben das, was man hier versprechen kann. Man kann das genau sehen, wo das passiert und was wäre denn jetzt die Bedingung dafür, dass das konservativ bleibt. Wir lösen mal diese Gleichung nach der Zeitableitung auf, also partielle Zeitableitung von U. Maple schreibt das jetzt hier in dieser Form auf. Na, auch für diese Sortierung kann ich jetzt nichts.
Partielle Zeitableitung von u ist minus c mal ux minus u mal cx. Okay. Jetzt möchte ich die Diskretisierung dieser Gleichung vorbereiten. Zunächst mal ersetze ich hier alle Größen ohne einen Index in dieser Art, wie Sie das hier in der Gleichung 1.3 sehen können. Ich ersetze c durch c mit den Indizes i und n. Das gleiche machen wir auch mit dem u. Was heißt das? C ist ja normalerweise eine Funktion vom Ort und von der Zeit. Wenn wir jetzt diskretisieren, dann haben wir Knoten. Die Knoten auf der x-Achse, dafür, die können wir alle durchnummerieren und der entsprechende Zähler, das soll das i sein. Die Zeitpunkte, die wir haben, die können wir auch alle durchnummerieren. Dafür nehme ich den Zähler n. Es gibt also einen Zeitpunkt tn, wo wir Lösungen ausrechnen. Und es gibt dann Knoten xi, an denen wir irgendwas ausrechnen. I läuft dann von irgendeinem i-min bis zu einem i-max. Und der Zähler für die Zeitpunkte, der läuft dann, sagen wir, von n gleich 0 bis n-max. Okay, das ist so diese übliche Nomenklatur. Ci, n, das wäre also die Transportgeschwindigkeit im Knoten mit der Nummer i zum Zeitpunkt n. Entsprechend ist ui, n die Größe u im Knoten i zum Zeitpunkt n. Okay, dann sieht das schon mal so aus. Jetzt führe ich für die partielle Zeitableitung einen vorwärts genommenen Differenzenquotient. Ich habe hier so einen Operator dt oder eine Funktion dt. Die soll also sozusagen nach der Zeit ableiten. Die nimmt als auf der Eingangsseite irgend so eine Funktion f her. Und im Knoten i zum Zeitpunkt n ersetze ich also die partielle Zeitableitung durch diesen Differenzenquotient, die Funktion im Knoten i zum Zeitpunkt n plus 1 minus die Funktion im Knoten i zum Zeitpunkt n geteilt durch Delta t. Analog läuft jetzt hier so eine Abwinddiskretisierung im Raum. Ich unterstelle jetzt mal, dass die Transportgeschwindigkeit positiv ist, sodass wir rückwärts genommene Differenzenquotienten erster Ordnung nehmen können. Die Funktion im Knoten i zum Zeitpunkt n minus die Funktion einen Knoten weiter links, also an der Stelle i minus 1 zum Zeitpunkt n, da bilden wir die Differenz, teilen das durch Delta x, dann wäre das ein rückwärts genommener Differenzenquotient erster Ordnung. Prima. Entsprechend ersetze ich jetzt oben in der Gleichung 1.3 die partielle Zeitableitung von dem u durch diesen Operator dt, den ich auf u anwende. Die x-Ableitung ersetze ich, indem ich auf u den Operator dx anwende. Ja, und die x-Ableitung der Transportgeschwindigkeit, da wenden wir einfach auf c auch den Operator dx an. Jo, sieht vielleicht kompliziert aus, sei es drum. Falls Sie das irritiert, machen Sie einfach Augen zu und gucken Sie lieber hier mal auf die Gleichung 1,4. Das können Sie nämlich sofort auch sofort verstehen. Ich ersetze die partielle Zeitableitung von u durch diesen Differenzenquotient. Ich ersetze die x-Ableitung der Transportgeschwindigkeit durch diesen Differenzenquotient. Und dann haben wir hier noch eine x-Ableitung vom u. Das wird dann ersetzt durch diesen Bruch. Prima. Ja, wunderbar. Dann haben wir also jetzt hier eine Gleichung. Das ist ja eigentlich nicht nur eine Gleichung. Wir haben dann so viele Gleichungen, wie wir hier Knoten haben. Ja, und dann gibt es auch noch sozusagen hier zu jedem Zeitpunkt n gibt es ja dann auch nochmal eine Gleichung. Das sind dann eine ganze Menge Gleichungen, je nachdem wie groß n max und i max ist. Diese Gleichungen sind dann alle miteinander verkoppelt. Und um das hier ein bisschen einfacher zu gestalten, mache ich nochmal Folgendes. Ich führe jetzt die CFL-Zahl ein oder jetzt haben wir es ja so, haben wir eine Situation, die Transportgeschwindigkeit kann vom Ort abhängen. Das heißt, die CFL-Zahl würde jetzt hier vom Ort abhängen und dann nenne ich das dann eben nicht mehr CFL-Zahl, sondern das nenne ich dann die konvektive Courant-Zahl. Die konvektive Courant-Zahl oder Convective Courant Number, das ist im Prinzip einfach die mit der Gittergeschwindigkeit entdimensionierte Transportgeschwindigkeit. Wir haben also hier eine Transportgeschwindigkeit klein c im Knoten i zum Zeitpunkt n und das wird dividiert durch Delta x geteilt durch Delta t. Delta x durch Delta t ist die sogenannte Gittergeschwindigkeit. Ja, und dann haben wir dann diese Transportgeschwindigkeit groß C, die konvektive Courant-Zahl.
Und sagt mir dann, um wie viel mal größer jetzt lokal meine Geschwindigkeit als die Gittergeschwindigkeit ist. Was bringt das? Ja, diese Gleichung 1.4, die wird dann wesentlich übersichtlicher. Ich drücke jetzt meine Geschwindigkeit klein c durch diese konvektive Courant-Zahl aus. Das machen wir sowohl im Knoten i als auch im Knoten i-1. Das heißt, ich ersetze hier in der Gleichung 1.4 meine Transportgeschwindigkeiten durch die konvektive Courant-Zahl. Das Endergebnis ist die Gleichung 1.8. Ja, das führt dann zur Gleichung 1.9, die Größe U im Knoten I zum Zeitpunkt n plus 1 geht hervor aus den ganzen Größen, die man jetzt hier auf der rechten Seite sieht. Rot hervorgehoben habe ich mal den Term, der hier mit ins Spiel kommt, wenn wir auf der rechten Seite diesen Quellterm berücksichtigen. Wenn wir nur die Transportgleichung hätten, dann gibt es diesen roten Term nicht. Insbesondere erkennt man dann, wenn die CFL-Zahl gleich 1 ist, fällt dieser Term hier weg. Wenn die CFL-Zahl wirklich 1 ist, dann wird sozusagen aus dieser Gleichung etwas ganz Einfaches, die sagt UI, also U im Knoten I zum Zeitpunkt n plus 1. Das ist einfach die Größe U im Knoten I minus 1 zum Zeitpunkt n. Und das heißt dann übersetzt auf Deutsch, dass meine Informationen pro Zeitschritt einfach um einen Knoten weiterspringen von links nach rechts. Wenn die CFL-Zahl verschieden von 1 ist, dann stimmt das so nicht mehr. Ja, und jetzt kommt noch hier dieser Störterm dazu, dieser rote Term. Das ist das, was passiert infolge der Diskretisierung von minus u mal cx. Der macht das. Der führt dann zu diesem roten Zusatzterm. Ja, und dieser Term ist es dann auch, der stört nachher das konservative Verhalten. Das stört dann die konservative Eigenschaft der diskretisierten Gleichung. Die Differentialgleichung selbst ist ja konservativ. So, ich will jetzt hier nochmal separat einfach nochmal hinschreiben: drei Gleichungen für den Knoten i einerseits, für den Knoten i plus 1 und für den Knoten i minus 1. Heißt also, ich setze mich mal so mit meiner Aufmerksamkeit auf einen Knoten i drauf. Da gilt die Gleichung 1.10. Prima. Jetzt schaue ich schon mal, wie sieht es dann bei dem östlichen Nachbar bei i plus 1 aus? Und wie sehen meine Gleichungen aus bei dem westlichen Nachbar bei i minus 1? So, das ist jetzt hier alles mal so hingeschrieben. Und jetzt will ich mal, das macht immer einen Sinn, diese Gleichungen mal ein bisschen übersichtlicher gestalten, indem ich diese Größen mal mit einfachen Werten ausstatte. Konkret sehen Sie hier unten so ein einfaches Diagramm. Wir gehen jetzt hier mal von 6 Knoten aus. Ich wähle für U, für die zu transportierende Größe U und auch für die Transportgeschwindigkeit genau die gleichen Werte. Wenn man hier was verstehen will, ist es immer das Beste, von einfachen Werten auszugehen. Die besten Werte hier in der Numerik und überhaupt in der ganzen Computerei, das ist immer 0 und 1. Bessere Werte gibt es da gar nicht. Dann sagen wir mal hier bei i gleich 4, da setze ich die Geschwindigkeit mal auf 1, am Knoten i minus 1 auch auf 1 und im Rest setzen wir alles mal auf 0. Dann bei der zu transportierenden Größe u, da machen wir das auch so. Ich fokussiere so ein bisschen hier auf i gleich 4 und will mal gucken, was passiert denn hier für den so in seiner Nachbarschaft. Wo wandert denn der hin? Wandert der irgendwo hin? Was passiert dann hier mit dem bei einem Zeitschritt? Und was passiert hier mit dem Kandidat bei einem Zeitschritt? So, wenn ich jetzt diese einfachen Werte hier mal eintippe und gebe jetzt nochmal aus, was passiert denn in den besagten Knoten für diese Anfangssituation? Und dann stelle ich fest, im Knoten I, das ist zwar hier im Bild I gleich, ist das 4, aber das ist jetzt in Maple war I jetzt ja hier nicht festgelegt gewesen, dann sieht das so aus, UI zum Zeitpunkt n plus 1, das ist UI minus 1, n. Was heißt das im Bild? Das heißt, der Zustand zum
Zeitpunkt n plus 1 in diesem Knoten entspricht dem Zustand im Knoten i minus 1 zum Zeitpunkt n. Das heißt, ein Integrationsschritt führt diesen Wert hier links über in diesen Wert. Das heißt, dieser rote Kreis rutscht es einfach nach rechts rüber an diese Stelle. Perfekt. Was passiert hier im Knoten i plus 1? Also was passiert hier? Und das sagt die Formel hier unten, ui plus 1, n plus 1 ist 0. Heißt, also hier tut sich gar nichts. Und was ist im Knoten i minus 1 der Fall? U im Knoten i minus 1 zum Zeitpunkt n plus 1. Da dreht sich hier einfach nur das Vorzeichen um. Das ist minus u i minus 1, n. Das heißt also, der Wert an der Stelle zum neuen Zeitpunkt ist vom Betrag her genau das, was wir im Moment hier auch haben. Allerdings springt er dann nach unten auf minus 1. Ja, da hat man dann schon das Gefühl, oh, da stimmt mit dem konservativen Verhalten, stimmt irgendwas nicht. Überlegen Sie sich selbst nochmal, dass bei rückwärts genommenen Differenzenquotienten hier vorne bei i gleich 6 gar nichts passieren kann. Überlegen Sie sich auch, dass hier bei i gleich 2 nichts passieren kann. Rückwärts genommene Differenzenquotienten liefern hier keinerlei Ableitungen. Eine Ableitung kann hier entstehen bei i gleich 5. Eine Ableitung kann auftreten hier bei i gleich 3. Das heißt, die einzigen Knoten, wo hier etwas passieren kann, das ist eben bei i gleich 3, bei i gleich 4 und i gleich 5. Ja, aber was passiert jetzt? Bei i gleich 5 passiert nichts. Der Wert hier von i gleich 3 wird übertragen nach i gleich 4 und bei i gleich 3 springt der Wert nach unten auf minus 1. Und dann sieht man schon, oh, das ist aber jetzt ein Verstoß gegen das konservative Verhalten. Überlegen wir uns noch kurz, wie groß hier der Flächeninhalt unter der Kurve im Moment ist. Dann nehmen wir mal die rechte Rechteckregel. Dann können wir also hier zum Beispiel so ein, schauen wir uns mal hier dieses Intervall zwischen 3 und 4 an. Angenommen hier, das Delta X wäre dann gleich 1. So, okay, Grundseite ist 1, dann 1 nach oben. Dann hätten wir hier so ein Rechteck der Fläche 1. Hier passiert nichts. Da ist der Wert, Funktionswert ist 0. Allerdings, hier ist ja auch noch was. Wenn wir uns auf das, den Bereich zwischen i gleich 2 und i gleich 3 setzen, Grundseite 1 und rechte Rechteckregel heißt, wir nehmen hier den rechten Funktionswert, der ist 1, multipliziert mit 1, ja, gibt auch 1, jo, 1 plus 1 gibt 2. Das heißt, wir haben hier eigentlich dann eine Fläche von 2 und wenn dann der Wert im Knoten 3 nach unten springt auf minus 1, haben wir ein Problem. Da ist dann plötzlich die Fläche halbiert. Da ist die Hälfte der Fläche unter der Kurve ist weg. Das schauen wir uns gleich noch mal ein bisschen genauer an. Hier bekommt man also schon mal so einen Eindruck, da geht was schief mit dem konservativen Verhalten. Ich will das auch noch mal hier nachrechnen. Ich schaue mir jetzt hier mal einen Anfangszustand an. Ich nehme also 6 Knoten. Der Anfangszustand zu einem Zeitpunkt T1 oder Tn, den trage ich jetzt hier mal so in so eine Matrix ein. Hier oben in der ersten Zeile, das ist die erste Zeile, das ist der erste Zeitpunkt, das war ein Anfangszustand. Da nehme ich also für u die Werte 0, 0, dann springt es hoch auf 1, dann kommt wieder eine 1 und dann springt es da hinten auf den letzten beiden Knoten auf 0. Das gleiche mache ich auch mit c. Ja, dann machen wir hier noch ein Transpose, das heißt diese Matrix, die wird dann sozusagen gespiegelt dann an der Winkelhalbierenden. Ja, und dann haben wir hier noch so ein Hilfsfeld, das brauche ich im Moment nicht. U und C, das ist dann mein Anfangszustand. Jetzt wähle ich konkret meine Gitterweite von Delta X gleich 1. Ich wähle mal einen Anfangs zum Integrieren eine Anfangsfläche U gleich 0 für mein Integrationsverfahren mit Hilfe der rechten Rechteckregel. Ich setze den Zeitpunkt n jetzt hier mal auf 1. Ja, jetzt wende ich hier die rechte Rechteckregel an, lasse meinen Integrationszähler i laufen von den Knoten 2 bis zum Knoten Nummer 6, also bis groß n. Und was machen wir hier? Wir summieren jetzt hier einfach Rechteckflächen auf. U ist u plus Delta x mal u im Knoten i zum Zeitpunkt n. Ja, n ist 1. Damit sind wir hier oben in dieser Matrix dann in der ersten Spalte. Denken Sie dran, ich habe hier oben ein
Transposition durchgeführt. Das, was hier oben die erste, was hier die erste Zeile ist, wird durch das Transponieren dann zur ersten Spalte. Ich nehme also jetzt jeweils hier die Werte, die in der ersten Spalte stehen und führe dann diese Integration durch. Das führt dann zu einem Flächeninhalt von 2. Jetzt bastel ich mir daraus, um das grafisch darzustellen, auch noch so eine Punktemenge. Das brauchen wir uns jetzt hier nicht genau anschauen. Und jetzt machen wir genau einen Zeitschritt. Ich laufe jetzt durch alle Knoten mal durch. Ganz links beim Knoten i gleich 1, da müssen wir nichts machen. I läuft von 2 bis groß n. Ui, n plus 1 ist definiert als. Und jetzt haben wir dann hier einfach unsere diskrete Formel, wie in einem Knoten i der neue Zustand aus dem alten Zustand hervorgeht. Die Geschwindigkeit c und auch diese konvektive Courantzahl, die soll jetzt hier nicht von der Zeit abhängen, das soll immer das gleiche Feld sein. Ich will jetzt nur gucken, wie die Größe u, die ja eigentlich konservativ hier transportiert werden sollte, wie die sich jetzt im Laufe der Zeit entwickelt. Okay, dann kommt hier was raus, da kommen Zahlen raus. Man sieht, wie bereits angekündigt, im Knoten 3 springt der Wert auf das Negative. Das wären jetzt die Werte zum Zeitpunkt n gleich 2. Daraus bastel ich mir eine Punktemenge, sodass ich das auch ein bisschen grafisch darstellen kann. Hier jetzt das Endergebnis nach einem Integrationsschritt. Die magentafarbene Kurve, das ist die konvektive Courantzahl. I gleich 1, da sind wir bei 0, das geht dann hier weiter, alles 0. Ja, und bei 3, da springen wir dann hoch hier auf die 1. Im Knoten i gleich 3 und i gleich 4 haben wir eine Transportgeschwindigkeit von 1 und in allen anderen Knoten 0. Rot hier im nächsten Diagramm, das wäre die zu transportierende Größe u. Rote Kurve im Anfangszustand und blau ist dann der Zustand nach genau einem Integrationsschritt. Wenn wir jetzt hier sitzen an der Stelle im Knoten i gleich 4, dann liefert uns das auf alle Fälle hier schon mal eine 1. Ja, und dann, wenn wir jetzt hier in diesem Knoten i gleich 3 sitzen, dann liefert uns das hier eine minus 1. Und das liefert tatsächlich als Fläche unter der Kurve die 0. Verblüffend. Also, wir hatten zu Beginn eine Fläche von 2. Jetzt machen wir einen Zeitschritt und die Fläche ist weg. 0. Das ist also ein ganz klares Beispiel. Zeigt nochmal, dass diese Methodik hier nicht so super toll ist. Zur Ehrenrettung der Methode muss man natürlich sagen, der Setup ist hier natürlich genau so gewählt, dass die Methode nicht gut aussieht. Okay, ja, jetzt schauen wir uns mal genauer an, was ist jetzt hier los? Machen wir mal eine Volumenintegration mit Hilfe der rechten Rechteckregel im Intervall von xi minus 1 bis xi. An ein gutes Verfahren müssen wir natürlich die Anforderung stellen, dass das in jedem Teilintervall konservativ ist. Ein Verfahren, das in jedem Teilintervall konservativ ist, wird dann auch global konservativ sein. Hier in der Gleichung 1,8, da habe ich nochmal unsere Formel notiert. U im Knoten i zum Zeitpunkt n plus 1 geht hier wie folgt aus den Größen zum Zeitpunkt n hervor. Jetzt schaue ich mir eine einzelne Zelle an. Die extensive Größe groß U in der ithen Zelle, die erstreckt sich eben genau von xi minus 1 bis xi zum Zeitpunkt n. Das wäre der Funktionswert am rechten Intervallrand multipliziert mit der Grundseite und Delta x. Ja, und jetzt schaue ich mir das Ganze auch noch an, einen Moment später, also zum Zeitpunkt tn plus 1. Da brauche ich ja nur n durch n plus 1 ersetzen. Das führt dann zur Gleichung 2.3. Jetzt bilden wir da einfach mal die Differenz zwischen der Größe zum Zeitpunkt n plus 1 und der Größe zum Zeitpunkt n. Einfach Differenz bilden. Und dann sehen Sie, ja, dann kommt das raus, was hier auf der rechten Seite in der Gleichung 2.4 zu sehen ist. Das Delta x könnte man dann noch ausklammern. Ja, dann haben wir hier in der Formel stehen ui zum Zeitpunkt n plus 1. Wir haben im Prinzip hier, wenn Sie Delta x ausklammern, eine Differenz im Knoten ui zwischen dem Wert zum Zeitpunkt n plus 1 und dem Wert zum Zeitpunkt n. Ui zum Zeitpunkt n plus 1, das kann ich aber ausdrücken mit Hilfe der Gleichung 2,1. Das ist ja hier unsere Zeitintegrationsformel. Damit werden wir diesen Term los.
Das führt dann zur Gleichung 2.5. Um das ein bisschen übersichtlicher zu gestalten, ersetze ich mal diese Differenz hier für das große U, das ersetze ich mal durch ein Delta groß U, einfach damit diese Formel ein bisschen übersichtlicher wird. Also hier links in der Gleichung, da schreiben wir dann einfach Delta U in der Zelle I zum Zeitpunkt N, schreiben wir mal so hin, als Kurzform. Und jetzt gehe ich auch wieder zurück. Ich ersetze jetzt meine konvektiven Courant-Zahlen in den entsprechenden Knoten wieder durch die ganz normale Transportgeschwindigkeit, multipliziert mit Delta T durch Delta X. Das führt dann hier zu dieser Gleichung 2.7, weil ich möchte am Ende hier wieder auf die allgemeine Form einer Bilanzgleichung kommen. Wir teilen diese Gleichung mal durch Delta T. Das können wir nämlich sehr gut interpretieren. Delta UI, N geteilt durch Delta T. Das ist also die zeitliche Veränderung der Größe Groß U, diese extensive Größe, innerhalb der Zeitspanne Delta T. Wenn wir jetzt auf die allgemeine Bilanzgleichung hinaus wollen und wollen das Ganze mal in diese Form bringen, dann müssen wir hier auf der linken Seite noch die Flüsse über die Oberfläche berücksichtigen. Die zeitliche Veränderung einer solchen extensiven Größe in einem Raumgebiet, das ist gleich dem negativen Strom über die Oberfläche. Diesen negativen Strom über die Oberfläche kann ich natürlich auch hier links rüberbringen. Der Fluss von U durch die Westwand, also durch den Westrand, das wäre die Transportgeschwindigkeit an der Stelle I minus 1 zum Zeitpunkt n multipliziert mit der dortigen Größe U. Die Fläche ist hier auf 1 normiert, sodass ich also jetzt hier keine Fläche hinschreiben muss explizit. Dieses Phi sagt mir, wie viel von dem U geht pro Sekunde durch den Westrand. Ein Fluss nach innen wird dabei negativ gezählt, ein Fluss nach außen positiv. Heißt also, wenn die Transportgeschwindigkeit positiv ist, fließt das rein. Der Fluss wäre dann entsprechend negativ zu zählen. Dann schauen wir uns mal den Fluss von der Größe U durch den Ostrand an. Das wäre also die Transportgeschwindigkeit mal diese Volumendichte U multipliziert mit der Fläche, aber die ist gleich 1. Dann haben wir eine Einheitsfläche, einen Quadratmeter. Der gesamte Fluss über die Oberfläche von diesem eindimensionalen Gebilde, das heißt der Fluss über den Rand, das wäre der Fluss über den Ostrand plus den Fluss über den Westrand. Ja, dann sehen Sie natürlich, dass da eine Differenz auftritt. Jetzt setze ich das einfach mal oben in meine Gleichung ein. Das heißt also hier auf der linken Seite, da tue ich mal dieses Delta Phi dazu, während ich auf der rechten Seite diesen selektierten Ausdruck mit dazu gebe. Auf der rechten Seite lasse ich Maple das Ganze mal ein bisschen vereinfachen. Dann sehe ich, hier treten also Geschwindigkeitsdifferenzen auf und Unterschiede in dieser Größe U. Da macht es dann auch nochmal einen Sinn, ein Delta C einzuführen und auch ein Delta U. Das Delta U in der i-ten Zelle, das ist dann einfach die Größe am Ostrand minus die entsprechende Größe am Westrand. Analog führe ich ein Delta C ein. Das können wir dann hier auf der rechten Seite berücksichtigen. Damit habe ich hier eine sehr schöne verknappte Darstellung. Das ist jetzt hier eine sehr, sehr gute Darstellung. Diese Gleichung 2.14. Hier kann ich also jetzt sehen, wann mein Verfahren konservativ ist und wann nicht und was die Ursache ist dafür, dass mein Verfahren nicht konservativ ist. So, wann ist denn jetzt hier mein Verfahren konservativ? Weil die Ausgangsdifferentialgleichung ist ja konservativ. Konservativ wäre mein Verfahren, wenn diese rechte Seite 0 ist. Eine zeitliche Veränderung meiner Größe im Inneren, das geht nur durch einen Strom über die Oberfläche. Das heißt also, diese zeitliche Veränderung plus der Strom über die Oberfläche, das sollte eigentlich 0 ergeben. Und wie man jetzt hier sieht, tritt dann leider aber so ein Störterm auf, der nicht auftreten sollte. Der kommt jetzt hier zustande durch die Art, wie wir diskretisiert haben und so gesehen müsste man sagen, wie wir schlecht diskretisiert haben, wie wir dem Problem nicht so ganz angemessen diskretisiert haben. Man sieht sofort,
Das Verfahren ist konservativ, wenn ui, n gleich ui minus 1, n ist oder wenn ci gleich ci minus 1 ist im Zeitpunkt n. Das heißt also, das Ganze ist konservativ, wenn sich innerhalb der Zelle die Transportgeschwindigkeit nicht ändert oder die Größe u nicht ändert. Wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es hier Defekte, dann bleibt die Größe groß u eben, die wird dann nicht richtig bilanziert. Man kann also zusammenfassend sagen, so wie hier jetzt diskretisiert wurde, müssen wir dann zur Kenntnis nehmen, dass wir die Ströme über die Oberfläche nicht richtig bilanziert haben, denn die Flüsse über die Oberfläche führen nicht korrekt zur korrekten zeitlichen Veränderung der Größe U im Inneren. Hier gibt es dann eben Störtherme. Was man zum Beispiel sieht, ist, wenn die Geschwindigkeit nach rechts hin zunimmt und von mir aus nimmt U auch noch nach rechts hin zu, dann verlieren wir bei dieser Sache Material, da verlieren wir U. Man sieht also, wenn zum Beispiel die Geschwindigkeit nach rechts hin abklingen würde, also kleiner wird, dann hätten wir hier ein negatives Delta C, angenommen Delta UI n wäre positiv, Minus war Minus gibt Plus, da hätten wir dann sogar eine Zunahme von Groß U im Intervall. Was man jetzt hier an diesem Beispiel sehr gut sehen kann, ist, wir sind in der Lage anzugeben, wie groß der Defekt ist, wie groß unser Fehler ist. Eine angemessene Diskretisierung unserer Kontinuitätsgleichung sollte eigentlich dazu führen, dass hier auf der rechten Seite 0 auftaucht. Und wir werden dann auch im nächsten Video sehen, wie das geht. Das ist nämlich tatsächlich sehr leicht zu bewerkstelligen. Sie sehen jetzt hier in diesem Beispiel, woran das liegt, dass unser Verfahren nicht konservativ ist. Also Antwort ist, die Flüsse sind nicht sauber bilanziert und wir sind auch in der Lage zu sagen, um wie viel wird unsere Größe groß U pro Zeitschritt falsch berechnet. Das ist nämlich das, was jetzt hier auf der rechten Seite steht. Ja, damit wären wir auch am Ende von diesem Video angekommen. Im nächsten Video, genau zu diesem Thema, schauen wir uns eine etwas andere Art der Diskretisierung an, die besser geeignet ist und die es uns dann auch garantiert, dass die Fläche unserer Kurve konstant und erhalten bleibt. Dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.